da waren jetzt nur noch zwei. Genau, denn Dennis Ritarski ist nicht mehr dabei. Liebe Leute da hinten, für alle, die gerade eingeschaltet haben, da hinten ist ein Loch. Ach so. Und da kommt die Schlange raus. Raus. Obwohl es kann auch die braune Natter sein. Die braune Natter auf dem Weg in ihr Unterwasserkabinett. Guck mal, da links ist nämlich die Kollegin, ist schon tot. Ich glaube, das sind die Königin der. Ich glaube, das ist die Kaiserschlange. Und jetzt probieren wir einfach mal. Du musst jetzt deine ja, Methode weiter durchziehen, weil ja, die eine ist jetzt so schon tot. Schlecht. Guck mal, und so sogar haben wir es mal. Obwohl, wir wollten ja mit dem Circle das mal einmal probieren, hatte ich ja gesagt. Ja. Dann schieß mal ab. So, sie macht ihr Schlangen-Voodoo. Ja, stimmt, theoretisch könntest du jetzt wieder nach rechts draven bis zum Eingang. Mach ich auch. Ja, was? Okay. Ja, mit einer Schlange geht's. Ja, aber warum ist sie denn jetzt so schnell gestorben? Vielleicht, weil wir nicht so früh geschossen haben. Vielleicht habe ich immer die ganze Zeit geballert und. Oh, war es denn das Fall? Ja. Okay, das heißt. In dem Loch geht's jetzt nach unten. Dennis wäre jetzt stolz auf uns. Kannst du dir auch. Oh, guck mal. Wir nehmen durch das Loch, wo man erstmal ein Item sieht, ne? Ja. Geil. Soll ich rein? Oder wollen wir erstmal die Wände abklacken? Ich klopfe mal die Wände ab, wenn ich das hier wieder was drin ist. Ist hier eigentlich auch ein neues. Ja, ja, du kommst mit deinem Kartografieren natürlich jetzt. Ach klar, doch. Ich muss nur jetzt hart genug durchdrücken, damit ich weiß, dass ich das genau hart gerecht sein. Hier sind die beiden Löcher, wo du durchkommst, zack. Dann müsste das auch gehen. Ich stehe gerade hier noch und lausche. Ich lausche nach dem Geräusch der Wände. Nö, du weißt nichts. Gucken wir mal oben, ob wir was von der Decke schießen können. Anscheinend auch nicht. Ich sehe jetzt auch kein Pfeilloch. So, dann springen wir hier mal rein. Ich habe ja immer noch die Boots, ne? Ja. These Boots are made for jumping. That's just what they do. Nicht, dass das bitte nicht durchrutschen, ne? Jetzt nur kannst du ja wieder runterschießen. Ein Zauber, oder? Ja, ne, ich glaube, das ist nur so ein Kraftsamen. I love LA. Hier, Kraftsamen. Nee, das war was anderes. Das war dieses grün schimmernde grün Schatullenteil. Dieser Avocado-Style. Hier, da. Da. Ballfrucht. Ja, ist alles gut. Sehr starke Medizin. Starke Medizin. Das ist sogar so ein Sprünglein, obwohl ich die. Also, es wäre nämlich durch das andere Loch hier und Stein. Okay, aber jetzt? Vielleicht steht da hinten wieder jemand. Okay, da geht's. Okay, pass auf, das heißt, es geht. Hier ist nix. Okay, hoffentlich passt das jetzt mit der Karte hier. Ich hätte mich dafür interessiert, ob wenn wir von unten gekommen wären. So, warte ob wir mal. Dann die Schlangenbiester. Ui. Rechts ist nur so eine kleine. Ach du Scheiße, was ist das für ein Raum? Also es ist. Okay, da ist. Das wissen wir noch nicht. Ich kann dir noch nicht sagen, wo wir sind. Rechts ist nur eine kleine Einkerkerung mit Säulen. Ja. Ich guck mal kurz, ob hinter den Einkerkerungen mit Säulen, ob vielleicht zwischen eine Geheimtür ist. Dann kommt wieder eine Wand. Und ein kleiner Durchgang. Okay. Oh, ich behaupte, dass wir von der anderen Seite gleich eben die Tür zum Hauptbereich öffnen können. Das ist einfach mal mein Tipp. Ich gehe mal geradeaus durch, ja? Auf der anderen Seite. So ist es so hier, ne? Ja. Ja. Und ich gehe jetzt mal hier. Da. Okay. Also auf der gegenüberliegenden Seite einfach. Weil auf der anderen Seite kann ich eins gehen. Boah, das sieht gefährlich aus. Das sind so leere Gänge. Vielleicht eine Falltür im Boden auf. Ich renne. Drehen wir nach rechts. Ich will nur wissen, ob hier unmittelbar einer steht. Okay, da ist. Hä? Moment, du bist da rausgekommen. Dann ist praktisch hier. Oh, da musst du wieder den Weevil-Schlüssel haben. Ja, ich gehe trotzdem einmal. Vielleicht ist das die Tür von der anderen Seite. Das wäre aber. Ah, nee, wir sind ja runtergegangen und dann nochmal. Ja, ich glaube auch, wir sind auf einer anderen Ebene her. Ich muss jetzt aber trotzdem mal gucken, du bist da rausgekommen. Dann genau. Da ist eine Tür. Und hier ist ein Weevil auf der anderen Seite, ne? Ja. Und das
Jetzt mache ich die andere Tür auf. Moment. Ach, guck mal, da bist du jetzt da draußen, wo wir wahrscheinlich rausgeguckt haben, ne? Ja, du meinst, wo ja, wir da sind. Oben. Ja, genau. Rechts oben haben wir rausgeguckt, links sind die Loren. Das könnte natürlich sein, dass da jetzt auch. Wollen wir rausgehen und gucken und da weitergehen oder erstmal das Innere? Jetzt wird es natürlich ein bisschen. Bisschen unübersichtlich. Jetzt haben wir viele Möglichkeiten, ja. Da bei der Treppe oben ist auf jeden Fall eine Tür. Ist da unten ja der Speicherraum, weißt du? Ja. Neue Musik. Ja, das ist auch die, die wir gehört haben, ne? Immer auf dem Kopf raus. Oh, nein! Ach, ich habe ja das blöde Eisschwert noch. Ja, das war's. Aber zwei Schläge Eisschwert sind auch gut. Ich hatte ja gehofft, dann geht's hier wieder runter. Ich bin jetzt genau unter dem Pentagrammbaum. In der Hoffnung, dass hier vielleicht einer. Noch ein Pentagramm. Oh. Und ein Speicherstein. Und ein Speicherstein. Und die Möglichkeit hinzuwarpen. Das ist gut. Wenn wir, ja, theoretisch, wir haben leider keinen Stein. Ne? Das ist nicht so. Ach, die hast du nicht dabei, die sind in der anderen, ne? Das ist ein viereckiger Raum, ne? Ja. Okay, okay. Das ist aber schon mal. Ach, herrlich, das tut immer gut. Ja, der ist genau, ist ein viereckiger Raum. Pentagramm und ich mach mal hier Teleport. Ah, eigentlich müssten wir uns hier einen Teleport hinsetzen, oder? Also, so groß wie das Gebiet scheint, inklusive des Palastes und dem, was da vielleicht noch kommt, würde ich fast schon sagen, ja. Ja. Und ich weiß noch, welchen wir nehmen. Den roten, oder? Weil zum Anfang willst du ja nicht mehr. Blau ist der Schmied, grün ist Pyramide und gelb ist Elfe. Genau. Grün ist Pyramide. Gibt Sinn, der ist ja zentral. Elfe ist auch gut. Ja, blau. Oder sei denn, du sagst, du hast jetzt alles beim Schmied gemacht. Ich hab aber alles an Stein eingesetzt, was wir gefunden hatten. Aber ich würde sagen, genau wie du es vorschlägst, wir nehmen den mit aus dem Anfangsgebiet. Ja. Und das war, dann gehen wir da auch jetzt direkt hin, dann haben wir den eingepackt, ne? Richtig, das heißt, dann warpst du wieder zur Pyramide und läufst hier. Und das ist der rote, ne? Ja. Okay, ja, es ist ein bisschen Backtracking, aber... Hast du gespeichert jetzt, sagen? Ah, nee, du hast recht, das hat mir auch... Der Chat hier, Gott sei Dank, hat der Fetzer 33 hier aufgepasst. Das vergisst man halt heutzutage, ne? Bei diesen Autosave-Spielen, das ist ja eigentlich gang und gäbe, da vergisst man das echt. Also müsste schon häufiger mal passieren, dass ich dann plötzlich merkte. Ich merkte... So, dann machen wir doch genau das. Wir springen jetzt rot, sagt es. Ne? Dann nehmen wir den Stein mit, laufen dann sozusagen zurück. Den nehmen wir jetzt mit. Es gibt auch nur vier Steine. Ja, bisher schon. Vielleicht gibt es insgesamt noch mehr, aber wir haben bisher nur vier gefunden. Aber vier würde auch passen. Ne? Die heilige Vierfaltigkeit. So, dann gehen wir aber jetzt hier direkt. Warte mal. Kannst du nicht wieder zur Pyramide teleportieren? Nee, direkt nicht. Ach, hier ging's. Warte mal, halt, stopp. Das war der Eingangsbereich. Nee, können wir leider nicht direkt. Oder ich habe irgendwo vergessen. Ich gucke mal hier rein. Ich irgendwo vergessen, aber das hier ein Pentagramm war. Aber das wäre dann später Erkenntnis. Hätte uns Tarion bestimmt schon oder sonst jemand gesagt. Oder Randolph. Dass wir das hätten machen können. Dann würde ich sagen, geht's zur Elfe. Wir füllen die Ampullen auf. Stimmt, ja, das kannst du auch machen. Weil wenn wir ja schon unterwegs sind, dann können wir das auch eben machen. Dann geht's zurück. Ampulle, Elfe ist gelb, ne? Ja. Okay. Das dauert gar nicht so lange, wie du glaubst. Ich glaube nicht, dass es lange dauert. Ich bin nur, immer wenn ich hier unten im Keller sitze, habe ich so das Gefühl, ich könnte sofort einschlafen. Plus das Spiel. Das liegt aber auch so ein bisschen an den hier, dass die wir Musik die und sowas. Und die Sporen, die hier im Keller. Ja, wenig Sauerstoff. Die feuchten Sporen vom Schimmel aus dem Nachbarraum. Ich glaube, es ist schon dieser Raum. Ja, hatte so eine negative Kraft, meinst du? Wer hier alles schon auf dem Sofa geschlafen hat. Ach, hier werden doch immer die übernatürlichen. Sightings finden hier immer statt, ne? Du meinst ja die Rituale? Ja, wenn Leute sagen, oh, ich hab da was gesehen. Ui. Das ist irgendwas, was im Keller.
Denk dran, das Schwert zu ändern, schreibt Dodo. Ja, machen wir auch. Ich habe das Schwert aber jetzt bewusst an, weil das Schwert, was wir jetzt benutzen gerade, gelb, ne? Ja. Das Schwert, was wir jetzt gerade benutzen, bringt mir ja ganz langsam, aber ich zeige es euch, um es zu beweisen. 449 HP haben wir gerade von 601 maximalen. Und gleich, wenn wir das. Tarion wissen, sagt halt, geh zu Ben Laden. Warum soll ich zu. Ist zu spät. Warum soll ich jetzt. Fragt mal Tarion. Tarion, warum. Ich habe das nicht hab's auch überlesen. Ich komme nochmal hoch. Ist jetzt aber eh zu spät, zu Ben Laden zu gehen. Oh, wir können natürlich die Stinkgeschichte jetzt mal ausprobieren, kurz. Vielleicht deswegen bei Ben Laden. Also, ich habe bei Ben Laden schon noch irgendwas gekauft, auch vorhin. Dann also bleibt Ben Ladens Brunnen halt noch unerforscht. Ach so, ja, das genau. Ganz am Anfang sind wir einmal, bevor wir dieses Unterwasseratem-Ding hatten, durch so einen Brunnen durch. Da konnte man zwei Wege gehen und wir haben nur einen genommen. Und sind nie wieder den zweiten gegangen, weil wir dieses Amulett. Das ist richtig. Da hast du recht. Den werden wir aber ein andermal erforschen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl. Tarion schreibt, das ist so ein geiler Brunnen. Ja, und diese. Guck mal, jetzt hier, ne, 453 haben wir schon. Also ein bisschen heilt das. Jetzt gucken wir mal, wollen wir jetzt mal dieses Stinkexperiment machen? Was passiert denn? Was soll denn passieren? Das weiß ich ja nicht genau, aber irgendjemand schrieb doch, geht mit allem Stinkigen, was ihr habt. Stink, aber vielleicht verzaubert sie das denn in was gut riechendes alles. Ja, oder sie. Hast du denn ein komplettes Stinkset? Ich weiß nicht, also ich habe einen Stinkteil mehr jetzt. Ich weiß nicht, ob es eine Stinkweste. Okay, also falls es Stinkstiefel gibt, die haben wir noch nicht, aber vielleicht gibt es die auch nicht. Nee, also anscheinend fehlt es die Stinkstiefel noch. Vielleicht hätte ich auch einen anderen Händler. Aber ich, wie gesagt, ich habe oft keine. Tarion sagt, Stinke ist kein Set, soweit er weiß. Kein Set. Also, sag mal, Tarion, ob das alles nur ein großes Missverständnis mit dieser Stinkgeschichte ist. Wissen wir nicht, dass das nicht geht, weil Colin ein Stinkteil an Ben Laden verkauft hat? Ja, aber ich habe eins von einem anderen Händler zurückgekauft. Bei Ben Laden gibt es kein Stinkzeug. Also wir haben schon ein Stinkding mehr als letztes Mal. Es kann auch sein, dass wir das verkauft hatten. Und ich glaube, man kann nämlich verkaufte Sachen zurückkaufen. Ja? Superhelm oder Siegerhelm? Ich glaube, Widerstand. Ja, Widerstand ist mal. Immer gut. Blade, Zauberplatte, Heilige. Alle sagen, Stinkstiefel wurden verkauft. Ja, aber an. Ja, dann gucken, müssen wir noch mal alle Händler abgehen irgendwann. Oh Leute, entschuldigt mich, aber es ist dieser Keller. Ja, das ist der Tod, ey. Wenn du hier länger als 3 Stunden oder 2 Stunden Let's Play machst, wirst du wahrscheinlich einfach von der Couch gefressen und schläfst ein und stirbst und endest wie. Die Gothic-Leute. Und dann wachst du auf mit so einem Moosüberzug. Ja. Und irgendwie die Spinnen haben Eier unter deine Augenlider gelegt. Das ist schon zu geeitert. Jetzt juckt's überall. Ja, ja, ne? Das ist das. Wenn die Eier langsam platzen. Das kennst du, ne? Er kennt das nicht. Wenn die Eier langsam platzen. Oder dann ist es zu spät. Grün wird's der Gang jetzt. Zum Doktor, der das Ei dir wieder zu nett. Wir laufen jetzt grün, ne? Grün, 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 wie. Zentralmaja-Pyramide. Aber es ist auch sehr schwül heute. Ne? Findest du? Total. Also ich habe auch das Gefühl, mir wird gerade meine Lebensenergie rausgezogen. Ich finde es ja nicht. Ich weiß nicht, ob es mit dir zu tun hat. Also ich fühle mich so ein bisschen. Oh, danke. Nee, das klang wie ein Diss. Das war kein. Ja. Der war nicht wirklich. Puh, aber es ist schon schwül hier heute. Den kann. Ist eigentlich relativ angenehm. Besser als in den letzten Tagen. Ja, aber hier im Keller. Ach, wir reden ja auch eine Scheiße, ne? Wir beleidigen das intelligente Publikum mit Else ist auch nichts Neues. Dialogen. Also, als ob das Publikum jetzt so intelligent ist. Gut, dass sie uns nicht hören. So, wir rushen zurück. Das könnte. Nee, keine Experimente. Nee, du gehst jetzt. Was machst du denn? Ich geh zurück. Richtung Feuertempel, Schlangentempel. Stimmt, ich kann auch nicht warpen, durch. Leider. Aber bald können wir dann warpen.
Hier von wo der Sound. Klarion schreibt jetzt geht er richtig ab. Was ist so, ich würde euch ja mal in die Mumienkammer zurückführen, aber ihr könnt auch noch den echten Schlangenboss töten, damit ihr Sir Salvador retten könnt. Also das ist aber wie vermutet dann mit Sir Salvador. Aber dann, aber Tarion, also eigentlich müssten wir jetzt erst den Stein installieren. Dann habe ich gespeichert, natürlich nicht in dem Maya-Raum, ne? Ach, wie ärgerlich. Bist du wieder vergessen gerade. Was hast du gemacht? Was? Ich habe nicht in dem Maya-Raum gespeichert gerade. Ja. Aber ey, wenn Tarion sagt, wir sollen in den Mumienraum. Tarion hat bisher nur Gutes. Nee, er hat uns ja eine Option. Ja, ja. Ach, Colin, ich soll dir von der Grafikhure ausrichten, dass dein Moin Moin gestern großartig war und du bitte öfter solche Essenstests machen sollst. Dankeschön. Habe ich auch großen Spaß dran. Das hat man gesehen. Das freut mich. Es hat wirklich große Freude mir gemacht. Colin freut sich immer, wenn er sich was hinter die Kiemen schiebt. Ja, und wenn sie viermal bezahlt, ist es noch schöner. Hat die Firma echt mit denen direkt bezahlt? Ja, entschuldige mal, die 6 Euro oder 7, die werden ja wohl gerade noch. Ach, jetzt muss das Kack-Wiebels fix wieder. Ja, okay. Stimmt, nächstes Mal Rahmen testen, weißt du, diese Pakete, die asiatischen Nudeldinger. Ja, kann man auch mal machen, aber nächstes Mal gibt es ja erstmal die Püree-Geschichten, ne? Kartoffelbrei. 6 verschiedene Kontrahenten. Hab ich eine Zeit lang auch mal. Billig bis ganz mal billig. Ja, die kann man teilweise der eine mit Kräutern ist ganz lecker und der mit den Croutons auch. Ja, aber es ist schon, das ist dann schon wirklich Verzweiflung am Ende des Monats, wenn du denkst, jetzt kaufst du nur noch mal eben 2 Bockwurst und Kartoffelbrei aus der Tube. Kaufst dir 2 Bockwurst. So, pass mal auf hier, mein Lieber. Jetzt gehen wieder die Bockwurstflammen aus. Wir rennen durch. Sehen, wie unsere magische Energie abgezogen wird. Vom einen Item. Gehen wieder ins Menü rein. Tauschen selbiges schnell aus. Und das war, glaube ich, das hier war das Übel. Das Übel. Und nehmen wieder das Königsumblick. Wiebelsring bleibt. Wiebels Halskette. Halskette. Nee, komm. Die Kette. 20 Rahmen die Sekunde. Ich glaube, wir hatten noch jetzt eindeutig gesagt, das Glücksding macht doppelt XP, ne? Ja. So, bleiben wir jetzt. So, war doch gar nicht so schlimm. Jetzt sind wir schon wieder im Schlangentempel. Oh, das hört sich an wie Hannes da draußen. Die dreckige Lache. Ja, echt. Es wird sich ja nicht einfach was geändert, was ich nicht weiß. Ist das immer noch ein Thema? Ja, klar. So. So. Und vergiss jetzt das Schwert nicht für die Untoten. Das Schwert nicht für die Untoten, so. Aber erstmal speichern. Ja, aber das Problem ist, wir mussten ja durch das Loch nach unten fallen. Und ich weiß noch nicht, wie wir wieder nach oben kommen, you know? Das heißt, wenn wir durch das Loch nach unten fallen, speichern, den Stein einsetzen, den Teleportstein, dann können wir da zwar hinspringen, aber wir kommen, wenn wir hierhin wieder wollen, es gibt vielleicht natürlich noch einen Shortcut. Oh, irgendwo schreibt ihr, nein, nicht das Glücksding, der Schatzarmreif. Heiligst Birnenbäume. Der Schatz. Ja. Ja, okay, aber das Glücksding war ja auch nicht scheiße. Ja, aber du machst doch das Schatzarmband trotzdem. Also ich weiß es doch auch nicht. Ja gut, der Chat weiß es besser. Ja, der Chat, der protokolliert besser, ja. Aber die müssen sich auch nicht so sehr auf Brillante unterhalten. Er kann ja wieder nach oben fallen. Wie soll das denn gehen? Ach, das ist einfach ein bösartiger. Ja, aber wir könnten natürlich also jetzt. Da beim, wobei, die haben schon recht, also da unten beim Loch war ja eine Treppe. In dem Raum, weißt du, wo du hier durchfällst, ja. Dann kommst du ja eigentlich wieder hoch. Komm, probieren wir es mal. Eigentlich müsste es da natürlich eine Verbindung geben. Übrigens hat Tarion das gerade geschrieben. Ich muss Tarion mal ausblenden, weil ich immer das Gefühl, wir kommen immer selber auf solche Sachen. Nicht? Das stimmt ja auch nicht ganz, ne? Okay, also wir kommen auf solche Dinge. Er hilft uns schon mehr, als er soll. Ja, soll uns ja auch helfen, ne? Also wir sind hier war der Gang. Ja? Und rechts wissen wir auch noch gar nicht, was da war, ne? Denk daran, dass da gleich Schlangen runterfallen, nicht, dass du wieder erschrickst. Ich doch nicht. Deswegen esse ich mich zweimal über ein und dasselbe erschrecke. Jetzt hier Schlangen. Boah, mega Effekt. Boah, geil, das ist gruselig. Wie kann man nur sich so erschrecken, ey? Voll bescheuert, ey, so dumm. Ist doch so. Ja. So, auf ins Schlangenloch. Schalalalala. Schlangen. Krieg zurück ins Schlangenloch. Oh yeah. Goody. Wir gehen wieder geradeaus. Jetzt machen wir erstmal speichern, absetzen. Stein rein und dann wieder zu. Stein rein und dann gucken wir mal genau. Ja, das ist rechts, ne?
Oder was war links? Ach, da ist der Wiebelstein. Genau. Schlitzraum. Ach, guck mal, der hat sich wieder auferstanden. Ist er? Auferstanden von Bogenschützen. Das sehe ich. Immer auf dem Kopf. Ich glaube nicht, dass sie eine einzelne Trefferzone haben. Also den Eindruck habe ich zumindest nicht. Okay, jetzt ganz langsam. Hier war der Raum zum Speicheln. Erstmal den Stein in das Loch. Steckt den Stein in das Loch. Ja, doch. Also wir merken uns dann ab jetzt, rot ist neuerdings nicht mehr. Anfang, sondern Schlangentempel. Schlangentempel. Roter Anführungsstrich eingesetzt. Für alle, die jetzt zugeschaltet haben, immer da, wo man die entsprechend farbigen Anführsteine einsetzt, dahin kann man dann mit dem entsprechend farbenen, mit dem korrespondierenden Stab hinwarpen. So, es wird gespeichert einmal wieder. Einmal wieder so viel geschlüsselte Schlippis. Ja, das Abenteuer wartet. Hat die Tauschmutter die einfach so weggefressen? Also auch einfach. Bis dann gestern ich mal am Tisch bin. Sag mal, setz euch an den Tisch. Achso, ja, an den Tisch. So. Okay. Und jetzt wieder zurück. Zurück oder da? Nein, mach mal bitte zurück, die Treppe hoch und dann erstmal die Mumie jetzt. Bevor wir uns hier in einem neuen großen Verbiet... Also wir spekulieren noch, ne? Wissen wir nicht, ob es da zurückgeht. Wir verlieren uns da, glaube ich, in einem großen Gebiet, bevor wir da oben vielleicht tatsächlich... bei dem Mumienkreis schließen. Ja, du hast ja recht, aber diese Mumien... Ja, als Lehrling hast du zugehorchen. Die sind mir auch nicht in guter Erinnerung geblieben, die Mumien. Die haben nicht nur Scheiße. Dafür hast du doch das Untotenschwert jetzt. Da setzt dir doch so viel... So, da geht's hoch. Aber ich will auch wissen... Na gut, wir gehen erstmal hoch. Okay, dann geht's. Hier ist jetzt, machen wir wahrscheinlich das Gatter von der anderen Seite auf. Das ist meine Theorie. Oh. Ja. Ja, das ist nämlich eine Druckplatte. Warte mal. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt müssten wir quasi links Seite? Von dem Typ. Der Typ muss jetzt in der Mitte stehen. Genau, links von dem Typ. Warte mal. Dann mache ich hier mal eben kurz ein. Genau. X. Und wir sind jetzt. Was hätten wir das? Links das von dem Typ hätten? Ist hier, oder was? Wo war der Typ? Ja, tatsächlich, das kommt sogar hin. Ja, genau. So, was ist eine Zeichen hier? Ja. Wollen wir jetzt zu den Mumien? Mumien? Ja. Wo wir jetzt quasi einen Abend befriedet haben. Wir schließen jetzt erstmal den Kreis. Ah, die Mumien, ey, die gehen mir nicht aus. Aber wir haben ja gerade gespeichert, was soll jetzt passieren? Dieses Gefühl, gespeichert zu haben. Ich guck mal kurz, was wir jetzt hier für eine Magie nutzen. Weil ich möchte jetzt gerne was aufarbeiten. Also, erstmal. Wie hieß das Ding nochmal? War das heilige Schwert gegen Untote oder was war das? Mach uns deine Beschreibung an. Es hat einen metallischen Griff. Beste zum Stochern. Da, heiliges Schwert. Boah, das ist nicht mega Power, aber vielleicht ist das ja genau das. Das hatten wir auch vorhin gefunden, ne? Das ist relativ spät gefunden. Du hast ja ein Schild jetzt auch, der übermenschliche Kräfte verleiht. Genau, ja, aber da, der hast du vielleicht noch ein Schild gegen Untote? Das ist zu schwer, das Schild. Beziehungsweise der Schild. So. Blitz. Ich nehme jetzt Licht. Rundkrautsam fragt uns, was wir gerne spielen würden. Wenn wir mit Kingsfield durch sind. Ey, ich möchte, dass es nie vorbei ist. Deswegen kann ich mir diese Frage gar nicht stellen. Aber es ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Vielleicht Kingsfield 1 bis 3. Ja. Oder Shadow. Denk an, die brechen jetzt durch die Mauern, ne? Ja. Also für alle, die jetzt auch zum ersten Mal dabei sind. Hier sind wir letztes Mal unsere. Wir sind beim ersten Mal sind wir nach hinten rechts gelaufen und durch den Weg. Du hast nicht den Weg geradeaus genommen. Ja, ich gehe mal einmal links jetzt, ja? Genau, den. Versuch doch mal durchzurennen einfach. Aber ich möchte ja auch mal eine umbringen von den Kackbiestern. Versuch einfach mal da hinten runter zu gehen. Einfach nur rennen und sie raustriggern?
Mach Bist doch du sicher? Gut. Warum willst du die denn kaputt machen? Ja, weil die Erfahrungspunkte bringen. Okay. Okay, okay, mal gucken. Jetzt muss man natürlich auch mal kurz gucken, ob die einem. Ich mal ein bisschen zu. Nee. Hier, klein, ne? Letztes Mal. Danke, Colin. Der Chat sagt Kingspeed 1 bis 3 confirmed. Wundervoll. Ja, sie kommen runter. Oh, oh. Hä? Oh, was war das? Hinter dir der Zaubermeister. Achso, ja, das kann natürlich sein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Ja, die Mumie hat. Ja, 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 ja. Ja, mal schauen, um die Ecke hier erstmal und dann gucken, was los ist. Oh. Ach komm! Was ist denn hier los? Alter! Ich kann auch keine. Ach, die haben mich wieder. Die haben mir wieder so ein. Tarion, was ist das schon wieder für eine Idee? Das geht auch genauso weiter, wie es letztes Mal aufgehört hat. Ich kämpfe doch jetzt nicht gegen den mit dem untoten Schwert. Ich muss mal eben kurz hier die Ausrüstung. Das geht schon mit, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich laufe einfach da links durch. Dennis Heinrichs, also. Das war ein Tipp aus der Hölle. Ja, sorry, dass ich dich mal ein bisschen fordern muss und nicht, dass du deine Cheesy Tech. Oh. Was ist da ein bisschen heilt der denn? Der wurde von irgendwem gerade. So, aber wenn er tot ist, dann kann doch die beste. Oh. Ah. Tut richtig weh, Freunde, ne? Denk dran, deine Energie. Ja. Oh! Alter. Das reicht. Das war, glaube ich, der, das ist einer der schnellste und unvorhersehbarste Teleport in meinem Leben, den ich je gesehen habe. Definitiv. Der kam echt überraschend. Hat ja nur eine Minute gebraucht, um sich wegzubumsen. Was ist das mir die ganze Zeit hier, meine. Okay, jetzt muss man kurz eine Magie benutzen, die irgendwas. Was bringt mir das nichts, ne? Oder Heiniger mal? Ich kann hier ja gerade keine. Licht was vor. Ja, warte, ich muss einmal kurz erst. Gott, das hat Wallfrucht. Was war das denn hier nochmal? Starke Medizin, Heilmittel. Das ist mit dem Gift im Körper so gut. Ich brauche aber mehrere Sachen. Komm, jetzt. Okay, und jetzt gucken wir uns mal den Raum kurz in Ruhe an. Dann stimmt meine Zeichnung ja schon wieder nicht. Zeichnung, ne? Unpräzise. Wo kommt man dann da hinten da durch? Oh, ein Schwert. Das ist ja Salvors Todesschwert. Das hat so ein schwarzes, hat so einen blauen Wieder so ein Leder. Untersucht den Raum bitte, bevor ihr wieder rausgeht. Ja, machen wir. Heiliges Schwert, das hat so eine richtig schöne Lederkreppe, ne? Blau, schwarz, was auch immer. Ja, da, eins von den beiden. Nee. Missionsschwert, das doch. Ist es. Ja, hier. Oh, das aber. Nein, das stand vorhin auch nein, schon besonders schwer. Nein, das ist das. Geh mal eins zurück. Ja, das ist aber das Kraftschwert und das ist das Missionsschwert. Okay, die haben beide. Eins. Ich will mal gucken, wie lang das. Weil ehrlich gesagt, ist ja schön, dass diese Untoten. Oh, guck mal, wie langsam das. Nee. Da probiere ich. Wir machen gleich mal den Test. Ich mache jetzt mal einmal mit meiner aktuellen Lieblingswaffe. Mit dem Windschwert. Jetzt muss ich aber erstmal. Einmal Medizin reinpfeifen. Und jetzt. Und ein für den Doktor. So, und jetzt noch in den Raum runter. Ein für den Geschmack. Da. Ui. Neue Gegnertypen incoming. Oh, das sind aber sehr viele. Nur wo war das jetzt? An welcher Wand? So muss hier gewesen sein. Scheiße. Ganz schlechter Schuss. Johnny aus der Hälfte. Okay. Der war nicht so schlecht. Also bis auf die Tatsache, dass keiner gestorben ist, aber der hat so einen schönen. Das ist ja alles riesig hier. Na! Ach komm. Ja
gut. Sie sind natürlich auch filmschicht klein, ne? Ich gehe mal hier rechts rein. Komm. Komm. Oh, die sind, guck mal, die haben so ein Insekten-Movement, ne? Du kannst es ja, ganz also schlecht... Die dich auch, als ob die deine Bewegung kopieren, so... Meinst du, das ist ein Kopierskorpion, ne? Aber guck mal, der hält sich da gerade. Kommst du zu mir? Ja? Komm ruhig. Ein Schlag. Oh, oh. Okay, zwei Ui. Schläge und sie sind weg. Okay, du kannst natürlich. Oh, die haben auch nur. Gut, die haben nie. Welcher Skorpion hat schon viel Bargeld dabei? Da hinten liegt auf jeden Fall einfach eine Sache. Mhm. Okay, das ist auch nur so eine abgeschlossene Höhle, okay. Boah, du kannst mit diesem Schwert echt sehr gut richtig schnell arbeiten. Das gefällt mir. Das macht gut Damage und. Oh, lebt noch. Und du kannst fast direkt wieder zuschlagen. Oh. Okay, kein Geld dabei, aber einen schönen Schild. Klar, der hat doch Gold da verloren. Ja, aber das ist Pipifax. Das ist also von der Menge her, meine ich. Es geht ja darum. Das sah gut aus, das Schild. Der Notgroschen für die Skorpionbar. Heiliges Schild. Das ein heiliges Schild sollte man immer dabei haben. Der ist mit Licht eigentlich bezaubert. Klar, dass sie schlecht drauf sind. Ist auch ein bisschen eng hier für so viele Skorpione. Das ist keine artgerechte Haltung. Da muss ich mal ein erstes Wort mit dem Kerkermeister sprechen. Nein, du kannst hier fast Button-Mashing machen. Das ist für das Spiel ist ja schon Button-Mashing. Ja, definitiv. Ja, den Raum machen wir noch schnell. Okay. Na, ich weiß, der ist da links. Oh, hat so angegriffen. Vielleicht sind das ja die. Was. Nehmen wir gleich, also nicht erst. Hm. Hier liegt einiges rum hier in diesem Raum. Den kriegen wir aber noch leer, bevor die Werbung starten muss. Ja. Und dann checken wir die Knochen. Hier war da noch ein Fernglas. The Bracelet. Oh ne, Fernglas. Alles für Salvors Spezialgegenstände. So, wir machen jetzt Pause. Gleich geht's weiter und dann werden wir mal schauen, was wir in dieser Skorpionhöhle von Aladdin gefunden haben.